Was tun, wenn euch ein solcher Feuerstahl ins Feuer fällt? Lasst ihn auf gar keinen Fall heiß werden, holt ihn sofort raus. Denn wenn ihr das nicht tut, was da passieren kann, das sage ich euch jetzt. So, für den nächsten Versuch brauchen wir eine Feuerlanze mit einem Feuerstein, in dem Fall 12 mm, und einen Bunsenbrenner, der unser Lagerfeuer simuliert. Das wird unser Ziel sein. Wir wollen herausfinden, was passiert, wenn uns ein Feuerstein in das Lagerfeuer gefallen ist, wir es herausziehen und das Ganze dann auf einen harten Gegenstand draufknallt, in dem Fall eben ein Messer und ein Stein. Bunsenbrenner an und das Ganze zum Glühen bringen. Wie ihr gesehen habt, quillt das Material bei Hitze richtig auf und wird dadurch extrem instabil. Macht das also unter gar keinen Umständen nach. Hier besteht wirklich akute Gefahr für die Gesundheit. Wenn euch diese heiße Schlacke erwischt, die frisst sich durch bis auf den Knochen und geht vielleicht sogar als kompletter Durchschnuss auf der anderen Seite wieder raus. Niemals nachmachen. Das Messer sieht jetzt danach ungefähr so aus. Erstaunlich, was dieser pakistanische Damaststahl hier so weggesteckt hat.